Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum ersten WB-Gespräch im Jahr 2021. Mein heutiger Gast ist der Erwin Grossenbacher. Der gebürtige Reider ist die letzten 7 Jahre an der Spitze des Schweizerischen Turnverband gestanden. Herzlich willkommen zum WB-Gespräch. Danke vielmals, danke für die Einladung. Erwin Grossenbacher, ich habe es gesagt, 7 Jahre an der Spitze von einem der grössten Sportverbände in der Schweiz. Am 31. Dezember hat die Amtszeit geendet. Wenn Sie zurückschauen, was waren die Highlights aus Ihrer Sicht? Ja, aus sportlicher Sicht war sicher das Eidgenössische Turnfest Aarau 2019. Das ist wirklich für einen Verbandspräsidenten ein wunderbarer Anlass. Aarau ist noch unsere Heimatstadt vom Schweizerischen Turnverband. Und es war wirklich herrlich zum Zuschauen, wie die ganze Turnerschaft die Stadt Aarau in Beschlag genommen hat. Es waren wunderbare Feste mit herrlichen schönen Wettkämpfe mit wunderbaren Festen am Abend natürlich und die schönen Festzug und die Schlussfeiern, Eröffnungsfeiern. Es war wirklich ein absolutes Highlight gewesen, das dürfen zu erleben als Zentralpräsident. Weitere Höhepunkte waren sicher die 2016 die Europameisterschaft in Bern im Kunstturnen. Das war eigentlich so ein Highlight gewesen, in dem Sinn, dass das auch einen richtigen Schub gegeben hat. Im Kunstturnen, im Schweizer Kunstturnen. Wir haben auch dort so Startfinanzierungen bekommen vom Bund, wo wir wirklich können top ausnutzen mit diesen super Resultaten, die dann auch die alle Turnerinnen und Turner geleistet haben, die Schweizer Turnerinnen und Turner. Weitere Highlights waren sicher Gymnastrada, dass wir 2015 die Schweiz vertreten in Helsinki. Dann 2019 Dornbirn. Das sind Weltturnfeste, die in bester Erinnerung geblieben mit riesen Schweizer Delegationen. Sicher auch Highlight gewesen. Das ist so ein bisschen das Turnerische. Vielleicht verbandspolitisch ist sicher Partnerschaften mit SVKT Frauensportverband, mit dem Satus, Zusammenarbeit mit Bluesport, mit dem Schweizerischen Akrobatik-Turnverband. Also einfach so ein bisschen die Zusammenarbeiten, Partnerschaften, die wir in den vergangenen Jahren können bilden. Genau, das Stichwort nehme ich gerne auf. Die Partnerschaften, die Zusammenarbeit, auch mit den Regional- und Kantonalverbänden, ja, wo man doch gehört und kann sagen, die hat sich unter ihrer Präsidentschaft noch einmal verbessert, oder die hat sich verbessert. Ja, wie ist das möglich gewesen? Wie haben Sie das geschafft, eben die Fortschritte zu erzielen? Ja, das ist, glaube ich, nicht allein mein Verdienst natürlich. Oder? Es ist einfach so, dass man auf Menschen zugeht, Gespräche sucht, Gespräche führt. Es war eine recht grosse Vorlaufzeit gewesen. Oder es hat einen Haufen Gespräche gebraucht, bis man die Partnerschaften dann endgültig bilden konnte. Ich glaube, wenn die Leute, also auch an der Spitze sind, die auf die Leute zugehen, die offen sind, offen für Neues, auch kompromissbereit sind, dann ist das eigentlich automatisch gekommen. Sehr gut. Ja, Sie haben es gesagt, viele positive Sachen, die es in den 7 Jahren gab. Es hat aber auch weniger schöne Sachen gegeben. Krisen, in Anführungszeichen. Gerade vor allem auch im letzten Jahr, die noch sehr präsent sind nach wie vor. Eine ist die Corona-Pandemie, die uns immer noch fest beschäftigt. Ja, wie hat die den Turnsport im Allgemeinen und den STV speziell beschäftigt oder beschäftigt ihn immer noch? Ja, das war eine rechte Herausforderung natürlich. Wir hatten Ende Februar letztes Jahr einen Klausurtag, wo der Lockdown beschlossen wurde, wo man die ersten Anlässe abgesagt hat. Und das hat uns nachher natürlich das ganze Jahr immer weiter beschäftigt. Am Anfang hat man nicht ganz glauben, dass man keine Wettkämpfe hat, dass man kein Turnfest durchführen kann, dass man die ganze Ausbildung auf digitalen Wegen machen muss. Das war eine riesige Herausforderung für unsere Leute in Aarau.
Und ich glaube, die haben das hervorragend auch gemeistert. Natürlich sind digitale Angebote sind entstanden. Ich denke auch die ganzen Sitzungen, die man hatte, wo auch alle dann auf einen digitalen Weg gegangen sind. Vielleicht ist das auch für die Zukunft die eine oder andere, wo man gesehen hat, das funktioniert eigentlich gut. Es tut es nicht ersetzen. Also ich will nicht immer digitale Sitzungen machen, aber doch immerhin ein paar wäre wahrscheinlich gut, wenn man es auch in Zukunft so würde machen. Für uns ist auch die Herausforderung natürlich durch das, dass es keine Wettkämpfe gewesen sind, dass Mitglieder quasi so ein bisschen heimatlos geworden sind. Man hat zum Teil ja auch nicht können trainieren, wie das auch jetzt wieder der Fall ist. Mehr Turnhallen sind zu. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass sich die Leute ein bisschen fest daran gewöhnen, dass sie sagen, ja, es geht ja ohne. Aber ich würde glaube schon sagen, die meisten vermissen das eigentlich sehen, der wöchentliche Treffpunkt, den man hat mit dem Turnverein, der halt als kameradschaftlicher ganz wichtiger Punkt ist, wo man zusammen auch Ausflüge macht, wo man Wanderungen macht, wo man halt auch mal nicht nur in der Turnhalle drin ist. Ich glaube, das wird schon sehr stark vermisst. Aber es ist Gefahr da, dass sich der eine oder andere dann daran gewöhnt und vielleicht dann, dass man das sogar könnte verlieren. Ein anderes Thema, das vor allem auch medial riesengroße Wellen geworfen hat, sind die sogenannten Macklingen-Protokolle gesehen, die im Magazin vom Tagesanzeiger erschienen sind, Ende Oktober. Ehemalige Nationalkader-Mitglieder, also Turnerinnen vom Kunstturn und von der rhythmischen Gymnastik, haben dort schwere Vorwürfe erhoben. Die Umgangsformen im Leistungszentrum zu Macklingen harsch kritisiert. Wie war das, wo Sie das erste Mal eben von dieser Publikation erfahren haben? Ja, also das war ein sehr schwerer Schlag gewesen, natürlich. Das war ja gerade am 31. Oktober, wo wir unsere Abgeordnetenversammlung digital durchgeführt haben. Die Vorwürfe sind aber ja bereits auch schon seit Ende Februar. Es ist ziemlich, also nicht nur ziemlich, es ist genau zeitgleich gekommen mit der Corona-Pandemie für uns. Es ist für mich klar, also das mag es nicht verleiden. Das will niemand. Und das war auch ganz sicher nicht Absicht gewesen. Also wer die jetzt sagen, dass sie gegen das System dahinter, muss ich sagen, ganz sicher nicht. Wir haben nie absichtlich wollen, irgendetwas so schlecht zu tun, diesen Turnerinnen gegenüber. Aber wir müssen besser darauf schauen. Wir müssen vor allem die Code of Conduct, also all die Verhaltenskodex, Ethikcharta, Swiss Olympic, es besteht alles. Man muss es einfach einhalten. Und da müssen wir wahrscheinlich jetzt, also nicht nur wahrscheinlich, da müssen wir besser darauf schauen. Besser auf die Ausführenden schauen. Immer wieder Schulungen machen, also die Trainer, Trainerinnen, Funktionärinnen, Funktionäre, die müssen ausgebildet werden. Man muss das immer wieder darauf aufmerksam machen, die Athletinnen und Athleten, dass sie wissen, wo können sie sich melden. Wir haben eine Ethikkommission ins Leben gerufen, das ist ja auch jetzt am 31. Oktober an der AV ist die gewählt worden, die Kommission. Hat auch eine Vorlaufzeit gebraucht von 2 Jahren. Also es ist so ein grosser Verband, wo man nicht einfach kann sagen, heute oder morgen machen wir das. Das funktioniert leider nicht. Also es braucht einfach seine Wege. Aber es ist ganz klar, es ist ein No-Go. Sie haben gesagt, besser schauen. Wir müssen besser schauen. Rückblickend, ist das vielleicht das, was Sie sich vorwerfen müssen, oder vielleicht auch selber ein bisschen vorwerfen, dass man eben nicht genau genug angeschaut hat? Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen, jetzt im Nachhinein. Aber es sind alle im Nachhinein, sind alle gescheiter. Und auch bei mir ist das der Fall. Also, es hat vielleicht gewisse Anzeichen gegeben, wo man zu wenig ernst genommen hat, wo man vielleicht zu viel Vertrauen gehabt in die ausführenden Leute, wo man gesagt hat, jawohl, also angesprochen ist es und es wird erledigt, ist halt dann vielleicht gleich nicht gewesen. Und was man sicher falsch gemacht hat, man hat einfach seinerzeit, jetzt, das war 2012, hat man die Trainerinnen entlassen, aufgrund dieser starken Vorwürfe. Aber man hat die Aufarbeitung nicht gemacht. Also, man hat gedacht, ja, mit dem Entlassen, die Leute sind jetzt weg, jetzt ist das erledigt. Aber die Aufarbeitung, von denen, also das Leiden von diesen Athletinnen und Athleten, wo mir sehr leid tut, dass das so war, dass die Aufarbeitung hat gefehlt. Und das muss man jetzt nachholen.
Stichwort Aufarbeitung. Da spürt man, da geht etwas. Der STV probiert, die Verantwortung zu übernehmen. Es ist teilweise, oder die ersten Schritte sind unter Ihrer Präsidentschaft passiert. Jetzt haben Sie Ende Dezember das Amt abgegeben. Wie ist es, der Verband in so einer Ausnahmesituation eben zu übergeben? Ist da eine gewisse Erleichterung, um eben nicht mehr in der Verantwortung zu stehen? Oder ist es auch ein Bedauern, eben die den Klimawandel, den man anstrebt, nicht mehr selber können zu prägen? Ja, es ist eigentlich beides. Oder? Also es ist wirklich klar eine Erleichterung, das ist so. Aber man will ja wirklich auch noch helfen, auch noch weitermachen, noch die Änderungen. Der Klimawandel, wie Sie so schön sagen, dass man den auch kann umsetzen kann. Also es ist dafür natürlich jetzt für einen Neupräsidenten ja auch eine dankbare Aufgabe, wenn man den jetzigen so ein bisschen am Durchstarten ist und wenn man nicht ganz am Boden ist. Also wenn man jetzt am Boden ist, dann geht es eigentlich nur noch aufwärts. Von dem her ist es ja eigentlich jetzt eine gute Situation, dass man jetzt den Wechsel gemacht hat. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Sie haben es gesagt, eben die Corona-Krise, die beschäftigt die ganze Gesellschaft und natürlich auch den Turnsport und den STV weiterhin. Haben Sie Angst, dass da irgendwie das negative Auswirkungen könnte haben auf den Turnsport, vor allem jetzt vielleicht auch auf den Breitensport? Ja, das Risiko besteht, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass man wirklich sich wirklich daran gewöhnen könnte, dass es ohne Verein geht. Aber wir Schweizer, wir sind, ich glaube, so ein Vereinsvolk, wo das wirklich überall fehlt. Und ich denke auch im Spitzensport, wo die Wettkämpfe jetzt echt fehlen, wird das, sobald die wieder stattfinden können, wird die Maschinerie wieder anlaufen. Da bin ich eigentlich überzeugt. Und es ist auch ein bisschen ein Appell an alle Turnerinnen und Turner, bleibt im Verein, haltet die Treue, weil irgendeinmal geht es wieder in diese Richtung. Der Schweizerische Turnverband bewegt alle Woche ohne Pandemie rund 300'000, also über 300'000 Personen in allen Turnhallen in der Schweiz. Und das sollte einfach so bleiben, unbedingt. Ja, dann zum Abschluss noch. Was wünschen Sie im STV und im Turnsport im Allgemeinen für das Jahr 2021 und darüber hinaus noch? Ja, also eigentlich einen möglichst raschen Abschluss von dieser Pandemie. Einen möglichst raschen Wiederkehr in einen geregelten Alltag hinein. Wünschen wir natürlich uns ja alle auch, also auch in der ganzen Privatwirtschaft, überall ist, glaube ich, der gleiche Wunsch, einfach, dass man die Pandemie möglichst schnell im Griff hat. Dass wir wieder die Wettkämpfe durchführen können, dass wir wieder eine Heimat hätten im Turnverein. Und natürlich wünsche ich meinem Nachfolger, Fabio Corti, aus dem Tessin kommt, dass er den Wandel im Turnen, dass er den durchbringt, dass er die Leute hinter sich hat, weil als Präsident allein kann man nichts bewirken. Man ist immer angewiesen auf ein ganz gutes Umfeld und das habe ich dürfen haben. Das wünsche ich ihm, dass er das schafft. Sehr gut. Danke vielmals für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom ersten WB-Gespräch im neuen Jahr. Das nächste WB-Gespräch findet genau in einem Monat statt. Das WB-Gespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.